Ja, dann begrüßen wir jetzt Anke Plehn als Überleitung von Spiritualität in Landwirtschaft, auch wenn wir es gerade schon hatten. Okay. Danke. Ja, ich möchte gerne mit Ihnen die ruhige Stimmung, in die uns gerade die Klänge versetzt haben, übernehmen. Wenn Sie Lust haben, mitzumachen, machen Sie die Augen nochmal zu. Und holen Sie sich geistig, und holen Sie sich geistig das Bild herein an einem frühen Morgen in einem Wald, wo die Sonne durch die Baumstämme strahlt, die ersten Sonnenstrahlen gehen auf. Sie ist noch kühl, auf allen Blättern ist Tau und spüren Sie, wie Sie tief atmen. Wie ihr Herz sich öffnet, wie sie ganz ruhig werden. Bleiben Sie einen Moment in dieser Ruhe. Und dann gehen Sie gedanklich zurück in Ihr Wohnzimmer. Und in Ihrem Wohnzimmer schauen Sie sich in Ruhe um. Lassen den Blick kreisen und überlegen, was Sie sofort auf den ersten Eindruck hin ausräumen würden. Das ist intuitives Spüren. Und das sollten Sie auch, wenn Sie nach Hause kommen, besser gleich tun. Aber Architektur und Räume können wir spüren. Wir können den Raum nicht ablegen wie einen alten Mantel, der umgibt uns immer. Ob in einer Stadt oder hier in dem Raum. Und so können wir den gestalten. Und wir spüren den Unterschied, wie gut es uns tut, wenn wir in der Natur sind. Und das ist für mich die Permakultur geworden. Die Brücke zwischen innen und außen. Die Brücke, die alles Trennende, was wir mit unserer Weltanschauung gelernt haben, überbrückt. Herz und Verstand, Stadt und Land, Wasser und Wald, Stadt und Landschaft, Freiräume und Landwirtschaft. Permakultur bringt uns wieder an die Haftung, an die Bodenhaftung. Sie bringt unseren geistigen Körper wieder in Verbindung. So habe ich das empfunden. Ich bin Architektin, habe irgendwann gesehen, dass die Räume uns nicht gut tun, den Menschen nicht gut tun. Ich habe dann nochmal am Institut für Baubiologie und Ökologie in Neubeuern Baubiologie studiert. Habe dann das Glück gehabt, mit Sepp Holzer in Italien ein Projekt machen zu können. War bei Martin Rauch, war bei Professor Minke, um Lehmbau zu lernen, anzuwenden, Strohballenhäuser mitgebaut. Ja, und habe gesehen, was das mit mir macht, dass mich das total umstimmt und ich wieder dorthin komme, wo ich mal groß geworden bin, in einer sehr naturverbundenen Familie. Ja, und ich möchte Ihnen heute ein bisschen zeigen, weil für mich ist die Verbundenheit, so dieses breit gefächerte, ist ganz, ganz wichtig geworden. Und ich habe das Glück gehabt, in meiner beruflichen Laufbahn in ganz viele Bereiche einzuschauen. Tiefbau, Straßenbau und so weiter, Hochbau, Sanierung, Neubau. Und letztendlich sind das ganz viele Dinge, die eigentlich ein Mensch alleine kaum verkraften kann, die derzeit passieren, die unser Leben nicht fördern. Und ich habe mir überlegt, woran liegt das? Warum kommen wir nicht raus? Und ich habe einen Schlüssel mitgefunden bei vielen Wissenschaftlern, die das System, in dem wir leben, ganz kritisch sehen. Und ich glaube, heute alle Natursysteme sind dynamische, offene Systeme. Das heißt, dass die Teile der Systeme immer mit anderen verbunden sind und dass Systeme an sich auch wieder mit anderen gemeinsame Systeme bilden. Und unser Gesellschaftssystem ist einfach ein geschlossenes, was sich in sich dreht und irgendwann abschaffen wird. Aber wir können es beschleunigen und ein Weg ist für mich die Permakultur. Wir erschaffen unsere Welt. So sieht sie zum Teil heute aus. Oder so, aus etwas größerer Entfernung. Ich glaube, ich brauche niemandem was dazu sagen.
Das ist unser Satelliten- und Elektroschrott, der um uns kreist, um die Erde kreist. Und so kann sie wieder aussehen. Das heißt eigentlich noch viel, viel grüner, da wohl jetzt Verwüstungen sind, da wo Leben nicht mehr möglich ist. Ja, Permakultur. Ich möchte kurz zitieren, die ein oder anderen werden wissen, was das ist. Ursprünglich oder zwei, die sich da sehr große Gedanken gemacht haben, Bill Mollison und David Holgren aus Australien. Und die haben ursprünglich 1978 zur Permakultur sie so definiert: Permakultur ist ein Wort, das wir für ein integriertes, sich entwickelndes System aus mehrjährigen oder sich selbst vermehrenden einjährigen Pflanzen und aus Tierarten, die für den Menschen nützlich sind, geprägt haben. Im Kern ist es ein vollständiges landwirtschaftliches Ökosystem. Damals hat man angefangen, über die Praxis zu dem zu kommen, wo dann die Permakultur sich hinentwickelt hat, nämlich als ein ganzheitliches Methode oder Thema zum Bewusstsein zu kommen. Und heute, glaube ich, ist es so, dass es einfach eine Wechselbeziehung geworden ist. Ja, Holmgren hat in 2002 nochmal gesagt, Permakultur ist bewusst gestaltete Landschaft, die natürliche Muster und Beziehungen nachahmt und einen Überfluss an Essen, Fasern und Energie für die Versorgung lokaler Bedürfnisse hervorbringt. Viele von Ihnen kennen das mit Anastasia, die Landsitze, also wieder die Regionalität fördern und schauen, was die Natur uns bringt. Permakultur ist ein fundamentaler Gestaltungsansatz für alle Arten von Beziehungssystemen. Und das ist für mich was ganz Wichtiges geworden. Also nicht nur Systeme an sich zu sehen, sondern Systeme funktionieren immer nur in ihren Beziehungen, die sie aufbauen zu anderen Systemen oder Komponenten untereinander. Und das ist in der Permakultur ganz wichtig. Und so gibt es da die 7 Wissensgebiete der Permakultur. Und da finden wir uns, glaube ich, mit den 13 Gebieten, die wir hier in der Vision haben, auch wieder zum Teil. Die Wissensgebiete ist in der Permakulturblume dargestellt, die natürlich auch eine Weiterentwicklung offen lässt. Das einmal Werkzeuge und Technologie, Kultur und Bildung, Gesundheit und spirituelles Wohlfühlen, Finanzen und Wirtschaftlichkeit, Landbesitzverhältnisse, ein ganz wichtiges Thema auch in der Architektur, Gemeinschaft, Land und Natur betreuen und die gebaute Umwelt. Die gehört natürlich in der Permakultur mit dazu. Das ist auch ein System in sich, aber ein offenes System, was natürlich immer interagiert mit allem anderen. Ja, und so glaube ich, dass uns, und das ist gerade für mich als Ostdeutsche so ein ganz wichtiges Phänomen, dass uns die Permakultur wieder die Verbindung zur Scholle, zur Erde schafft. Und ich finde was ganz Schönes, dass die Indianer zum Beispiel, als damals die Eroberung stattfand in Amerika, sie einfach perplex waren, dass man Land besitzen konnte. Sie gehörten zum Land. Nicht das Land gehörte ihnen, sondern sie gehörten dazu. Und ich denke, die Permakultur ist auch ein Weg, dass wir das wieder fühlen lernen. Ja, was mich natürlich beschäftigt durch meinen Beruf, das ist die Systeme Stadt, wie die mit Land in Verbindung stehen. Und vor allen Dingen ganz wichtig, dass das Fenster in den Kosmos für uns immer offen ist. Wir haben heute Wärmedämmmaßnahmen, die extrem sind und wundern uns, dass die Fassaden vermoosen und verschimmeln und denken einfach nicht dran, dass nachts oder immer unser Strahlungsfenster offen ist und wir dann eben früh mit Tauwasseranfall zu rechnen haben. Ja, also es gibt das ist nur eines, aber es gibt ganz viele solche Momente und so gehe ich einfach davon aus, mich interessiert nicht ganz so primär, wer wie an welche Klimaveränderung glaubt. Ich glaube daran, dass sie nicht menschgemacht ist, nicht ursprünglich menschgemacht ist. Ich glaube daran, dass wir vielleicht unseren Anteil daran beitragen. Aber für mich kommt es darauf an, was beobachte ich, was passiert um mein Umfeld. Sind die Menschen gesund? Fühlen die sich wohl? Gehen die mit dem Lächeln durch die Stadt? Mir hat mein junger Mann gesagt von den Stadtpflanzern in Leipzig, wenn ich durch die Stadt gehe, das sind alles graue Blöcke und wenn ich mir die Leute angucke, ich kann schon gar nicht mehr hingucken, die schleichen nur, das sind Hülsen. So, und da wollen wir was verändern. Und das ist für mich zurück zur Natur, die Verbindung spüren.
ja, Energien bekämpfen, ob ich Energie einsparen will. Ich habe in der Schule gelernt, Energien gehen nicht verloren und können auch nicht gewonnen werden. Ich glaube noch immer dran, die Physiker wissen es vielleicht besser. Ich weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall bekämpfen möchte ich sie nicht. Und unsere Sprache ist ganz, ganz viel, wie die Kunst, Ausdruck von unserer inneren Haltung und unserer Geisteshaltung. Und welche Wörter wir wählen, die wirken auch wieder auf uns zurück. Und welche Gebäude wir bauen genauso. Und welche Landschaften wir gestalten auch. Und für mich ist wichtig, zu beobachten, zu kapieren, wie es Viktor Schauberger sagt, und zu verstehen, versuchen zu verstehen. Und nicht einzeln rausnehmen, separieren und im Labor untersuchen und wieder reinsetzen. Separieren heißt auch reduzieren. Ich schneide die Beziehungen ab, die für ein System wichtig sind. Und das immer mit Bedenken. So, und wenn ich halt heute sehe, wie Städte, das ist ein Bild aus dem Kosmos, das ist eine Großstadt, mit Thermografie aufgenommen und das ist nachts, also man sieht, es ist eine Wahnsinnshitze. Wir haben ja, unsere Städte sind ja überhitzt, wir haben das große Thema städtische Erwärmung. Es gibt so viele Theorien, in denen viele sich überhaupt nicht zurechtfinden, was auch Schmerz auslöst. Zum Beispiel dass mit der Einführung von Radar, mit den ersten elektromagnetischen Strahlung, das Klima angestiegen ist. Also es gibt viele Theorien sicher und es ist für den Laien sich auch nicht einfach, sich eine Meinung zu bilden. Wir haben heute das Thema der Lichtverschmutzung, was auf unseren Körper einwirkt, was aber auch auf die Tierwelt einwirkt. Auch eine Stadt ist ein ökologisches System. Und da spielt auch die Strahlung, es spielt auch das Lichtspektrum eine Rolle, blau. Blaues Spektrum, kalte Farbe, die wirkt auf unsere Melaninproduktion im Körper zum Beispiel. Aber ich beobachte auch immer mehr, wenn ich zwischen Dresden und Leipzig pendle, die Felder, die Hochwasserkatastrophen. Das ist hier in Diepoldeswalde, damals 2002. Ich beobachte aber auch in Leipzig, wie wir kaum noch Laubfall haben, dass die Bäume noch Laub tragen. Im Winter, im Schnee. Und viele wissen, dass das Chlorophyll zurückziehen, das Laub abwerfen, eine Funktion hat für die Pflanze. Ja, wir haben aber auch Biotop Innenstadt, Denkmalschutz. Denkmalschutz, wenn wir diesen immer wieder in Dresden, werden jetzt auf den alten ehemaligen Straßen wieder Städte gebaut, die alten Trassen wieder aufgenommen. Oder Hamburg, die kämpfen mit ganz vielen Spinnen in der Hamburg-City, Hafen-City, Biotope. Ich bringe hier einfach ein paar Beispiele, um zu sehen, wie komplex das alles ist. Ja, wenn ich zum Beispiel an unsere Trinkwassersituation denke, unsere ganzen Kanäle, unsere Schätze liegen unter der Erde. Wir haben heute in Berlin 50% kaputte Kanalisation und setzen weiterhin auf Zentralisation. Wir haben nach wie vor noch Anschlusszwang in Gemeinden, die zum Teil auch sehr entlegen sind. Kurz schon erwähnt, das sind unsere vermoosten Fassaden, die sehr viel mit dem Klima zu tun haben, mit dieser Klimawachstumstheorie, dass wir also die Wärmedämmlobby bemühen, damit wir wirtschaftlich wachsen und uns dann die Schäden anholen. Wenn ich beobachte, wie unsere Flächen immer mehr versiegelt werden, unsere Ackerflächen immer weniger, immer größer werden, die Flächen, wo nichts mehr wächst, wo riesen Wasserflächen draufstehen, wenig versickert, dann kann ich den Schluss ziehen, wenn ich etwas breit denke, was kommt denn dann an, was fließt denn weg, wo haben wir noch eine gesunde Wasserhaltung, wo kommt unsere Luft her? Wir wissen, dass ein gesunder Humusboden CO2 aufnimmt und heute ist die Landwirtschaft mit einer der größten CO2-Emittenten. CO2-Anteil in der Luft ist wirklich gestiegen also in den letzten 100 Jahren, aber es gibt auch natürliche Prozesse, die CO2 anreichern. Ja, das sind heute die üblichen Bilder. Das ist zum Beispiel, was man immer häufiger sieht, diese großen Wasserflächen. Und das ist auch ein Teil Ackerboden, wo wir sagen, in der Architektur wird mit der Zersiedlungsangst Angst gemacht. Also das ist für mich eine Angsthysterie, die keine Begründung hat, keine wirkliche Begründung. Wenn man hinschaut, was heute an Ackerflächen
genutzt wird für Photovoltaik, was einfach versiegelt wird, was verdichtet wird, wo die Mikroben kaputt gemacht werden und wo der Humusanteil verloren geht. Aber das sind hier auch Experten im Raum, die das besser wissen. Ja, letztendlich wissen wir, dass heute ein gesunder Humus bis 150 Liter pro Quadratmeter an Wasser aufnehmen kann. Das Hochwasserereignis, was wir hatten 2002, wo es die vielen Überschwemmungen gab, das war 130 Liter pro Quadratmeter Fläche und Stunde. Das heißt, wären unsere Forstwirtschaft und unsere Landwirtschaft, hätten die noch aktive Böden, wir haben heute einen Humusgehalt, der geht in Brandenburg unter 1%, in Sachsen ist es wohl noch zwischen 1% und 5%. Früher, zu DDR-Zeiten, wurden die 5%, noch mit 5% Humus, diese Flächen wurden gar nicht mehr beackert. Die wurden liegen gelassen, weil zu wenig Ertrag war. So, was wir geschafft haben mit Pestiziden und Verdichtungen, das ist, unsere besten Mitarbeiter kaputt zu machen, die wir im Boden haben, sodass wir heute noch einen ganz geringen Edaphon-Anteil haben. Das ist das, wo das Leben drin ist. Und das sieht man hier, das wäre der Idealzustand. Und da sind wir heute. Das heißt natürlich, dass das ganze Wasser, was es regnet, was die Flüsse verteilen könnten, wenn es mal im Frühjahr und Herbst ein bisschen höher geht, das können wir nicht mehr speichern. Und wir wissen selbst, wie wichtig das ist, wie es früher war, wenn früher die Talsperren voll waren, beziehungsweise die Flüsse hohes Wasser, die Erdböden feucht waren, wie lang das in den Sommer hielt. Und ja, Boden hat aber noch eine andere Funktion, Sauerstoffproduzent, beziehungsweise aber auch die Mikroorganismen im Boden sorgen dafür, dass weniger Seuchen ausbrechen. Also es gibt viele Untersuchungen, Öko-Institut in Österreich ist da sehr weit und ich glaube auch in Deutschland gibt es jetzt, wo wieder das Augenmerk gerichtet wird auf die Humusentwicklung. Hier ist noch ein Bild von der Hochwasserüberschwemmung, das ist bei Bad Lausick ein Ort, den es da ganz, ja. Und was wir im Städtebau und was auch nochmal so eine Brücke zur Permakultur ist ja auch Wasserhaushalt auf dem Grundstück, wo man ist, ob es ein Quadratmeter ist oder 3 Hektar, das, was da im Wasser runterkommt, was da an biologischem Material da ist, dass das alles mit verwendet wird. Wir gehen heute davon aus, so wird es propagiert, wir haben ungefähr so 110 bis 120, 130 Liter pro Quadratmeter pro Kopf Wasserverbrauch am Tag. Und wir denken aber überhaupt nicht dran an das virtuelle Wasser. Schon hier mal jemand das gehört von dem Begriff? Virtuelles Wasser ist das, was mit jeder Tulpe uns eingeflogen wird. Es sind 5000 Liter, was so eine Tulpe letztendlich Wasser verbraucht. Und das verbraucht es in Kenia, in Peru, in Lateinamerika, dort wo unsere Pflanzen heute herkommen. Und jeder würde sich doch über einen Gartenstrauß freuen und auch mal den Tulpenstrauß im Winter verzichten, wenn er weiß, dass er unserer Erde mal was Gutes tut. Und dass wir für unsere Enkel sorgen können. Ja, und hier ist mal ein Beispiel. Das ist veröffentlicht von den Wasserwerken in Berlin, wie viele Liter Wasser wir eigentlich täglich verbrauchen. Und das ist im Durchschnitt in Deutschland zwischen 4.000 und 4.500 Liter pro Tag, pro Person. Ja. Das müssen wir uns mal überlegen. Und das ist unsere Naturerde, also alles. Und wir sind feinstofflich und energetisch mit allem verbunden. Ja, wir haben auch noch andere Sachen, Strahlung. Ich gehe gleich weiter, es wird schon abgewinkt, das ist ein bekanntes Thema. Aber was vielleicht noch nicht allen so klar ist, dass unsere Blätter Antennensysteme sind. Haben Sie heute im Rücken eine Metallschiene operativ eingesetzt gekriegt? Gehen Sie in Resonanz? Das ist eine Antenne. Egal, genauso ist das mit Blättern. Und das ist bekannt schon sehr lange. Zum Beispiel von einem Siemens-Manager geäußert oder von Professor Kees, nachdem er emeritiert war. Und da sollten wir überlegen, und da das nicht so einfach ist, der Ursache-Wirkung nicht so linear ist in der Natur, kann man auch nicht sagen, also der Wald da, der eingeht, der ist nur vom Elektrosmog betroffen. Und dann sind viele Komponenten. Da spielt ganz vieles, zum Beispiel in der Leipziger Gegend, dass die Brunnen der Tagebauer abgeschaltet werden, dass sich das Grundwasser wieder nivelliert. Also es sind ganz viele Dinge, worum man hinschauen muss. Was aber Baubiologen letztendlich aufmerksam gemacht hat auf diese Sache, ist,
dass wenn Antennen aufgestellt wurden, Anlagen, dass dann bestimmte Bäume in der Richtung eingegangen sind. Das ist ein inhomogenes Strahlungsbild, aber man hat dann in den Bäumen gemessen und hat es dann auch verfolgt, dass hinter Gebäuden, wenn die Bäume vorschauen, dann die Blätter abfallen und die Bäume einseitig absterben oder bei großen Anlagen auch mal ganze Waldzüge. Man sieht das auch sehr schön, wenn man zum Beispiel Autobahn lang fährt und hat dann rechts Bäume, so wo Hügel sind, wo oben die Baum einfach solche Schneisen drin liegen. Und ganz oft hat man dann auf der anderen Seite irgendwo sieht man eine Anlage, weil ja unsere Autobahnen alle beschallt sind. Ja, und das spielt natürlich auch eine Rolle in der Tierwelt. Ich habe ganz oft beobachtet, dass über Windrädern zum Beispiel, ist auch eine andere Energie, sich die Flugbilder ändern, wenn Gänse und so weiter drüber fliegen, aber auch bei Bienen, das wird seit Jahren untersucht vom Pulsschlag e.V., das ist ein eigennütziger Verein, der sich mit solchen Dingen beschäftigt. Ja, und da sind wir wieder bei der Permakultur. Oder alles spielt damit eine Rolle. Und da gibt es die verschiedenen Gestaltungsprinzipien nach Holmgren. Und er sagt eben auch, beobachte und handle. Das ist eines. Ich will die jetzt hier nicht alle vorlesen. Das kann auch jeder nachschauen. Im Internet ist da genügend da. Aber zum Beispiel wichtig, fange Energie ein und bewahre sie. Das ist mit diesen Permakultur-Sonnenfallen, wo man also Steine nutzt, um Energie zu speichern, die dann nachts wieder abgegeben wird. Unsere Sonne als Strahlungsenergie. Dann lass die Natur regulieren, also das beobachten und akzeptiere das Feedback. Ja? Also ich bin fest davon überzeugt, dass wir diesen Satz, mach die Welt dir untertan, einfach falsch interpretieren. Ich glaube, die Natur will uns dienen, uns Menschen, mit uns zusammen. Und sie hat uns ganz, ganz viel zu geben. Wir müssen es nur erkennen, akzeptieren und annehmen. Und darauf hören, wenn sie mal Unterstützung von uns braucht. Ja, also gestalte zuerst das Ganze. Wir haben heute die Möglichkeit, von oben zu sehen, unsere Erde. Wir haben die Möglichkeit, aus dem Flugzeug auch was zu schauen und nicht nur rauszusprühen. Und vielleicht Zusammenhänge zu erkennen. Und dann in das Detail zu gehen. Und das ist dann der Punkt, wo jeder anfangen kann. Ja, integrieren statt separieren. Nutze kleine und langsame Lösungen. Und da macht die Permakultur wieder was mit uns. Entschleunigen. Ja, ich gehe jetzt ein bisschen schneller durch. Entschleunigen und Veränderungen nutzen und darauf reagieren. Und wir haben heute wieder, sind wieder an dem Punkt, wo wir umdrehen wollen, von der Ressourcenausnutzung zu einer Potenzialentwicklung, wie Professor Hüther so schön sagt. Aber eines ist, glaube ich, der falsche Weg, Permakultur zu nutzen, aus Angst. Aus Angst vor Existenznöten oder vor Versorgung. Und es gibt so eine Initiative Transition Town, das finde ich eine sehr gute Initiative, aber es kann auch sein, die ist sehr angstbestimmt, weil sie darauf baut, dass die Ressourcen zu Ende sind, dass das Öl ausgeht. Und wir haben heute gewaltige Ölvorkommen, die vor Brasilien gefunden sind, die schon bei der Erschließung, also es wird schon dran gearbeitet, die sind mehr als in Afrika gefunden worden. Aber Erdöl ist auch letztendlich ein Stück weit des Lebens, der Lebenssaft unserer Erde. Und alle Vorträge bauen sich auf dieser Theorie auf, dass wir hier Peak Öl, ja, diese Post-Öl-Gesellschaftsmodelle. So. Das jetzt als letzte Folge, bloß als Hinweis noch, ich möchte jetzt eigentlich zu dem kommen, was mich bewegt. Ich möchte allen sagen, es ist genug für alle da. Es gibt viele Untersuchungen und ich glaube, der Konstantin Kirsch, der kann das auch sagen, dass Permakultur für alle genug hat. Und ich habe eine ganz alte Grafik hier, also China vor 500 Jahren, da sieht man, wie viel pro Hektar für die Anzahl Menschen, wie viel da ernährt wurden. Und USA Landwirtschaft und Europa. Und ich kann nur sagen, ich glaube dran, wir können bestimmt noch ein paar Menschen mehr verbrauchen, also mehr ernähren auf dieser Erde. Es gibt auch Untersuchungen dazu, die kennen. Könntest du die Anzahl der Personen vorlesen, weil man kann es nicht richtig lesen. Das war pro Hektar. Ja. Das sind 5 Hektar hier links. Ach. Nee, Personen. 500? 5. Habe ich jetzt.
Da muss ich nochmal nachgucken bei mir direkt in dem. Bei den Zahlen stehen ja links. Die fünf Personen, ja. So. Genau. Genau. So, ja, Permakultur. Permakultur jetzt mal ganz, also kleine Sachen, ich kann das sicherlich alles so in Beispielen jetzt bringen, in vielen Sachen, die da auch noch mit einer Rolle spielen. Das einfach nochmal aus meinem Erfahrungsbereich. Ich hatte das Glück, mit Sepolto in Italien ein Permakulturprojekt zu machen, habe kleinere Sachen selbst gestaltet und mitgewirkt. Mich hat fasziniert, dass einfach von dem Naturbeobachten wir wieder zu vielen kommen, wo wir hier heute Bäume beschneiden zum Beispiel und in Schutz bringen, damit die Nagetiere nicht genug haben. Also Bäume, die sich abstützen, damit die unteren Äste belassen. Sepp Holzer sagt, die werden nicht beschnitten. Ich muss sagen, es gibt ganz verschiedene Auslegungen auch der Permakultur und ich mache Ihnen einfach, möchte Ihnen auch Mut machen, dass jeder seinen Weg geht, zu erkennen, wenn Sie offen sind für die Natur, wenn Sie beobachten können, dann können Sie auch erkennen, was gut ist und was nicht. Man muss manches einfach ausprobieren. Und das ist auch, was Ihnen gut tut und was der Natur gut tut, da finden Sie dann Ihren Weg. Es gibt verschiedene Aussagen auch, dass was Sepp Holzer, wie er vorgeht, dass das nicht von allen so mitgetragen wird, mag sich jeder seine Meinung bilden. Für mich, wenn ich dann Bilder sehe, wie hier zum Beispiel eine Aufforstung als sogenannten Ausgleich für einen baulichen Eingriff, wo dann Bäume mit drei oder vier Stäben noch nicht zu halten sind und so labil sind, dass sie eigentlich schon im ersten Windstoß nicht mehr aushalten, dann denke ich immer an das, was ich bei Sepp Holzer gesehen und gelernt habe. Ja, in der Architektur kann sich ganz vieles umsetzen und was bei der Permakultur ist, es gibt kein Unkraut. Es sind Beikräuter und ich freue mich halt überall, wo entweder Menschen mal ein Stück rausgenommen haben, bewusst gestaltet haben oder ein Kraut, was sich einen Weg bricht durch eine Versiegelung, durch Pflaster. Oder auch ganz bewusst Begrünung in vielen Ländern um Deutschland herum ist das heute schon gang und gäbe, dass man in Bebauungsplänen Dachbegrünung und Fassadenbegrünung festsetzt. Gibt es auch wieder Unterschiede. Ja. Hier dann die Vergleiche, so kann es aussehen, wie man jetzt heute mit Grünflächen oft umgeht. Das ist ein Beispiel aus Italien. Und dann kann man aber auch ganz vielfältig mit Nutzpflanzen, alles mit Nutzpflanzen gestalten. Und da tut man natürlich auch der Natur gut. Wir haben heute oft die Ansage von den Stadtplanungsämtern, es muss pflegeleicht sein und es muss ordentlich aussehen. Und da gibt es wieder mit uns, ist wieder was passiert. Wir haben uns über 30, 40 Jahre Sehgewohnheiten angeeignet und die sind so konditioniert in unserem Verstand, dass wir oft das, was heute als moderne, tolle Architektur kreiert wird, uns eigentlich nicht gut tut. Wenn wir aber wieder Verbindung kriegen zur Natur und wenn es eben über Permakultur ist, dann finden wir auch wieder zurück und dann können wir halt auch mal zugucken, wie Obst unten liegen bleibt. Und wir uns freuen, dass die Wespen und die anderen Tiere sich einfach was Gutes tun und sich der Igel auch noch was holen kann in seinen Winterschlaf. Ja. Ach, das ist hier übrigens ein Bauer, der bei Sepp Holzer mit studiert hat, der Hans Wendel in Bayern. Der hat seine Landwirtschaft aufgegeben, weil er all diese Sachen nicht mehr mitmachen wollte, nicht mehr die Tiere impfen, wegen Blauzungenkrankheit zum Beispiel, oder nicht mehr die Pestizide auf dem Acker ausbringen. Und der macht jetzt Permakultur in seinem Umfeld, versorgt sich selbst. Ja. Und seine Familie. Und das ist hier in der Innenstadt von Leipzig, die Parks, wie die gestaltet werden, da sieht man da überall, wo Kräuter sind, da verdirbt die Wiese nicht. Und das haben wir einfach vergessen. Wir wollen eine schöne Wiese mit Hügeln gestaltet, wo schnell der Regen den Humus abwäscht im oberen Bereich, wo die Wurzeln der Bäume sind. Und dann wundern wir uns, wenn alles verdorrt. Und wenn wir den Rasen malträtieren, je nachdem, wie hoch wir den Rasenmäher ansetzen können, einstellen können. Und rechts die Stadt Andernach, die Permakultur schon praktiziert, da sieht es dann auch mal so aus. Und das ist eben was ganz anderes, regt unsere Sinne an. Und da sind wir immer wieder, was macht die Permakultur mit uns? Die sorgt, wir brauchen ganz viele Stimuli, dass unsere Sinne immer wach bleiben. Und das passiert durch unsere natürliche Umwelt an sich immer. Wir haben es nur weggebügelt, weil wir in unserem schnellen Leben einfach Monotonie oft
uns brauchen, um unsere Sinne nicht zu überfordern. Aber wenn wir die Stimuli nicht haben, regenerieren wir auch uns. Degenerieren wir. Ja. So, und so kann der Vergleich aussehen. Hier oben Nutzwald und das ist Agroforst. Also das sind auch Beispiele aus der Permakultur. Hier noch Terra Preta, was ja auch mit Permakultur zusammen, also es gibt ja viele Dinge jetzt, wo man wieder der Erde, dem Humus was Gutes tun kann, unter anderem ein Beispiel von Terra Preta. Da hatten wir in Leipzig zu einem Workshop den Dr. Reklin da, der auch von Sepp Holzer es sehr distanziert sieht. Ist auch okay, man muss sich einfach dann vielleicht auch mal, dass die Experten sich abstimmen und ein Level finden oder einfach man als Praktiker das dann probiert. Und ich glaube, er hat da im Brandenburgischen auch Böden wieder halt wasserhaltbar gemacht. Also so aufgearbeitet mit Terra Preta, dass der Boden wieder wasserspeicherfähig wird. Ja, und man kann natürlich auch mit effektiven Mikroorganismen, das ist auch noch eine Möglichkeit, wo man das Bodenleben wieder aktivieren kann. Ja, hier ein paar Beispiele von Sepp Holzer, das ist hier bei seiner Tochter Claudia der Hof. Das sind eben massive Eingriffe. Seine Theorie ist, wir haben die Erde so massiv verändert, wir haben ja alles Kulturlandschaft. Ja, wir haben die Börde entwässert, was im Osten ist, wir haben Wälder als Monokultur maschinell angelegt. Wir haben ganz, ganz große Eingriffe gemacht, wir haben Flüsse begradigt. Und er sagt, um jetzt der Natur in Anschubinvestitionen zu geben, muss ich wieder aktiv eingreifen, muss wieder Wasser rausladen. Weil in der Größenordnung kann man es nicht wieder rückgängig machen, sondern wir müssen die kleinen Bereiche, und wenn es jeder Balkon ist, der dazu beiträgt, dass wir das vernetzen, bis das ganze Land wieder grün ist. Ja, und er macht das jetzt halt, indem er halt wirklich so Terrassen anbietet, Wasserhaltung nach seinen Prinzipien, dass sie sich auch regenerieren, vieles beachtet, das kann man alles nachlesen. Also zu dem Beobachten kommt dann das Kopieren, Nachmachen, Probieren, Fühlen und dann letztendlich Herz öffnen. Ja, und das Praktizieren. So haben wir es in Italien gemacht. Eine Südhang haben wir terrassiert, begrünt. Hier haben wir Erdbeeren gepflanzt, dann gemulcht. Ja, und jetzt sieht es so aus, alles grün. Das ist nochmal so ein Eingriff mit Wasser. Also wirklich dann auch mit Bagger gearbeitet. Aber es kann auch in ganz kleinen Bereichen, dass man anfängt, mit Grünpflanzen zu setzen. Hier wieder an einem Hang oder eine Kräuterspirale, es wird vielen schon bekannt sein. Oder ein Kompost, der mit Mariendistel und Kresse begrünt wird. Nochmal so eine Teichanlage, das ist dann später von der Claudia der Hof. Ja, ganz wichtig ist am Anfang mal sich zu überlegen, was braucht man für seinen Salatteller oder für seine Küche, dass man auch das anpflanzt, was man braucht. Ja, und dann einen Plan macht, das ist immer das Allerbeste, um auch von Höhenverhältnissen den Wasserhaushalt zu schauen. Das ist hier bei Hans Wendel in Bayern, wo ich ihm den Plan gezeichnet habe zu seiner Permakulturanlage, und Potenzial ist überall. Wir haben überall Potenzial, hier in Leipzig, die vielen Höfe, gehen Sie mit offenen Augen durch Ihre Stadt oder wo Sie wohnen, und da werden Sie das finden. Hier nochmal ein kleines Beispiel, wo Permakultur auf so einem kleinen Dreieck zwischen den Straßen angelegt wurde. Ja, Permakultur nutzt die Natur, ist Beikraut und Gesundheitsmanagement, ja, dass wir das alles nutzen können, die Pflanzen oder die Hühner und die Enten einsetzen, um die Schädlinge wegzunaschen oder zu begrenzen. Und sie beschenken uns dann mit Eiern. So sieht das dann aus, eben Nutzung. Und nichts wird übernutzt, wenn es in der Balance ist. Ja, das sind die Sonnenfallen, wo man praktisch gerade hat, wo angepflanzt wird, wo die Sonne sich drin fängt und dann über die Nacht in der Verzögerung der Abkühlung stattfindet. Mit Wasser, natürlichen Übergang, alles ohne Folie, man kann das mit Lehm machen, also tonhaltige Böden verwenden. Oder hier eine Art der Hochbeete, wo eine Kompostierung noch stattfindet. Den Tieren hilft, dass sie sich selbst schützen können, also kleine Inseln oder hier, dass die Fluchtdistanz da ist, wenn ein Fuchs hat ungefähr 1 Meter, 1,5 Meter, was er schafft, um da durchzuschwimmen, hat alles Sepp Holzer auf seinem Quartier, hier ein Insektenhotel. Viele Sachen kennen Sie schon,
Regenwurmfarm, Sonnenkocher, gehen wir ein bisschen schneller durch, Pilzkulturen, aber auch Spielplätze für Kinder, integriert in die Natur, mit dem, was die Natur uns bietet, die Bienenzucht oder Erdwelle, Ställe, Erdställe und wieder ein Regenwasserbecken, was naturnah gestaltet ist. Sie können auch anfangen auf Ihrem Balkon oder auf Ihrem Wohnzimmerfenster, auf Ihrem Küchenfenster mit Ihren Kräutern. Das ist hier mein Balkon. Ich habe angefangen mit Tomaten, mit Rhabarber, mit Himbeeren, mit allem, was ich irgendwo bekommen habe auf meinem Balkon, habe das ausprobiert. Ja, das ist hier von der Ulrike Meisner, gibt es in Sachsen, gibt es einen Treff, einen Permakulturtreff regelmäßig, Frühjahr und Herbst, wo Permakulturtreffen stattfindet. Die Ulrike Meisner ist da diejenige, die das immer initiiert. Das ist ein ganz wichtiger Fakt, dass die Bauern und die Menschen wieder sich selbst Saatgut gewinnen können und das auch verbreiten und tauschen und verkaufen können. Und das ist für mich zum Beispiel als Architektin auch was ganz Wichtiges in Verbindung mit den Städten. Normalerweise wird eine Stadt vom Umland versorgt und normalerweise entsorgt die Stadt sich ins Umland und das ist in einem Gleichgewicht. Wir reden heute von Resilienz in den Städten, von Widerstandsfähigkeit und haben sie überhaupt nicht. Wo wollen Städter sich ernähren, wenn der Strom mal eine Woche weg ist? Und da ist es ganz wichtig, dass wir auf diese Dinge halt mit achten und das dann mit umsetzen. Und da war das Beispiel hier oben die Saatgutbörse. Oh, ja. Das ist noch ein Beispiel von den Stadtpflanzern. Das sind Studenten oder Fertigstudierte, die irgendwann in eine Sinnkrise gekommen sind, ihren Job aufgegeben haben und dann angefangen haben, Permakultur zu machen in Leipzig. Und das hat einen riesengroßen Rahmen jetzt gefunden. Also die sind sozial tätig in Kindergärten und bieten jetzt an, bepflanzen eine alte Gärtnerei und haben ein kleines Café eröffnet, wo sie Produkte anbieten. Ja, hier nochmal viele Beispiele. Es gibt Prinzessinnengärten in Berlin, das ist nochmal andernach. Ganz viele Möglichkeiten. Man kann ein Mandala gestalten in der Permakultur. Viele nochmal Kräuterpyramide, eine Einrahmung ohne Stein von einem Feld. Und auch, was wir auch immer wieder vergessen, wenn es um Feinstaub geht, die Natur hat uns was gegeben, nämlich die Pflanzen, die Sulfate und Ammonium aus der Luft filtern können. Und da gibt es Teststrecken, wo man also keine Feinstaubplakette braucht, sondern Moose und Wildkräuter nutzt, um unsere Luft gesund zu halten. Ja, nochmal ein paar Beispiele. Das sind die Potenziale, die es in jeder Stadt gibt. Das ist ein Vogelhotel, ein Kindergarten. Zwei Bilder habe ich noch, um ein ganz schönes Beispiel zu bringen aus Todmorgen. Da haben zwei Frauen angefangen in der Stadt, einfach auf einer öffentlichen Fläche, kennen vielleicht die einen oder anderen schon, Permakultur zu machen, zu sagen, dass wir hier, was wir hier anbauen, ist für alle. Mittlerweile geht die ganze Stadt in der Stadt ernten und 23 Städte in England machen es ihnen nach. Ja, so sieht das dann aus, da ist jede Fläche halt irgendwo ein Nutzgehölz. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Ich denke, aus den Beiträgen war schon viel dabei, was wir alle mitnehmen können. Wenn wir uns die Zeit und die Achtsamkeit nehmen, in unseren eigenen Garten zu gehen oder wenn wir in der Stadt wohnen, auf unseren Balkon oder vielleicht auf den kleinen Baum, der da eingepflastert ist und uns mal hinsetzen und einfach nur spüren und wahrnehmen, was es vielleicht braucht, um etwas ein bisschen zu transformieren, mit Wesen in Kontakt gehen, neue Blume reinzusetzen, was auch immer.